WM dieses Jahr in Katar sollte eigentlich gar nichts passieren, weil mit dem Winter ist ja eigentlich unmöglich, sagen wir dann, WM zu machen. Hier wird die Bundesliga, die wird einfach aufgehört. Und ja, und da kam halt eben meine Idee, ein Kamel, das war von vornherein, war klar. Und dann so ein klein bisschen Protest dazu, weil wie das vergeben worden ist, sagen wir, die ganze WM mit das Kamel scheißt goldene Stücke hinten raus und ja, und heißt, Gold stinkt nicht. Das soll bedeuten, ja, irgendwo ist es bezahlt worden, diese WM. Magdeburg. Theoretisch, ja. Bist du Kinder noch zu Bier, oder? Die war so. Sieht doch gut aus. Ja. Wunderbar. Ja, die Kinder lernen noch der goldene Schüssi. Ja, genau. Heute Morgen ist mir dann beim Kaffeetrinken eingefallen, ein Namen für das Kamel Wüstenfloh, weil es ist ja auch ein besonderes Kamel zur Weltmeisterschaft. Es scheißt goldener Mist.